Wunderschönen guten Morgen zum Sonntag-Live-Training, wie du es jetzt schaffst, finanziell erfolgreicher zu werden. Das ist das Thema heute, wenn ich übrigens hier so zur Seite gucke. Ich habe mein Handy da stehen, damit ich auch deine Kommentare sehen kann und darauf eingehen kann, wenn du Fragen hast, was auch immer. Lass uns auf magische Art und Weise mal Geld anziehen. Mach's dir bequem. Ich habe mir hier noch einen leckeren Tee kreiert, kredenzt hier. Hol dir was zum Schreiben, wenn du noch das Worksheet nicht hast. Oh mein Gott. Wenn du das Worksheet noch nicht hast, dann bitte Hashtag Money ins Kommentarfeld reinschreiben. Die liebe Elisabeth, meine wunderbare Assistentin, die wird dir dann den Link schicken, wo du es dir noch schnell downloaden kannst, mit einem Aber. Mit einem Aber. Wir werden noch über 7 Schritte heute sprechen, die du gehen darfst, um tatsächlich magisch anziehend für Geld zu werden. Geld auf magische Art und Weise in dein Leben zu lassen, denn das hast du auf dem Worksheet nicht. Ich bin ja immer so spontan. Diese 7 Schritte, die sind mir heute Morgen vom Universum noch gechannelt worden. Und die darfst du dir noch separat noch aufschreiben. Die Melanie ist auch mit dabei. Liebe Melanie, wunderschönen guten Morgen. Bettina, wunderschönen guten Morgen. Melanie ist übrigens meine wunderbare Co-Trainerin in der Akademie für diejenigen, die Melanie noch nicht kennen. Und Melanie ist auch, ja, diejenige, die ein wunderbarer Beitrag ist, auch für dich, mit mir zusammen, um magischer zu werden für Geld. Wenn du also noch Fragen dazu hast nach dem Workshop, du siehst Melanie hier im Chat, im Kommentarfeld, schreib ihr gerne eine persönliche PN auch, wenn du Fragen hast. Gut, kannst auch mir eine persönliche PN schreiben, wie du magst. Marlinchen ist mit dabei. Marlinchen am Meer. An welchem Meer bist du denn? Schreib's uns doch mal rein. An welchem Meer ist denn Marlinchen? Ich bin hier heute im Zypriotischen Meer schon gehüpft und habe mich gefreut auf das Sonntag-Live-Training hier. Die Monika ist mit dabei. Schönen guten Morgen, Monika. Die Elke ist mit dabei. Wunderschönen guten Morgen. Anna. Anna hat die Dollarzeichen in den Augen. Jawohl. Das ist doch mal ein Zeichen. Das ist doch mal ein Smiley. Davon könnt ihr mehr schicken. Guck mal, die Anna, die hat so ein Smiley gefunden mit Dollarzeichen. Wie wäre es mal mit diesen Smileys jetzt hier massenhaft, damit du dem Universum signalisierst, hey, ich bin bereit für Money. Ich bin bereit, hier jetzt anziehend zu werden für Geld. Ich will jetzt finanziell erfolgreicher werden. Und was hat das mit deinem Seelenplan überhaupt zu tun, falls du dich das jetzt fragst, weil die Gruppe hier dreht sich ja alles um das Thema Seelenplan. Wenn du deinen Seelenplan leben möchtest oder erstmal erkennen möchtest und daraus auch deinen Seelenberuf kreieren möchtest, dann darf es natürlich auch darum gehen, wir leben nun mal in einer materialistischen Welt, dass du dir auch erlaubst, die Geldenergie in dein Leben fließen zu lassen, zu empfangen, dein ganzes Sein auch auf Empfang zu stellen, damit das auch mit dem Geld klappt. Deshalb sind das so 3 wunderbare Komponenten, die einfach unausweichlich zusammengehören. Ja, also mit anderen Worten, du bist hier genau richtig, wenn du bis eben noch nicht das Leben lebst, das zu dir und zu deiner Seelenaufgabe passt. Und vielleicht geht es dir ja so, dass du sagst, ich mache zwar meine Arbeit gern, die du bis eben machst, beruflich im Job, aber ich spüre, dass ich nicht mein volles Potenzial lebe. Da ist so eine innere Stimme vielleicht in dir. Ja, ich kenne das nur zu gut aus meinem früheren Leben. Du bist ja auch genau richtig, wenn du wissen willst, warum du überhaupt hier bist. Und wenn du künftig viel, viel glücklicher sein möchtest und auch viel mehr den Dingen nachgehen möchtest, die dir Freude machen. Denn Geld folgt der Freude. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Als ich zum ersten Mal gehört habe, Geld folgt der Freude, da war ich gerade so in meinem tiefsten Tief im Hinblick auf Geld, im Hinblick auf Minus auf dem Kontostand. Das hat ganz arg was mit mir gemacht. Aber es ist tatsächlich so, wenn du dir erlaubst, in deiner Freude zu sein, in der Leichtigkeit, Spaß zu haben im Leben, deinen Seelenplan zu leben, deinen Seelenberuf wie sagt man, auszuüben ist das falsche Wort, aber mir fällt gerade kein anderes Wort ein.
Wenn du weißt, warum du da bist und einfach morgens aus dem Bett hüpfst, wollte jetzt schon mehr sagen, aus dem Bett hüpfst, voller Freude, was kann ich heute hier wieder kreieren und generieren, was kann ich heute in dem Abenteuer meines Lebens Neues erschaffen, dann bist du hier auch richtig, ja? Okay, und auch wenn du schon, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn du schon selbstständig bist, haupt- oder auch nebenberuflich, das ist egal, oder dich auch mit dem Gedanken trägst, in der Richtung was zu machen, aber bis eben noch nicht die Geldenergie in dein Leben ziehst, dass du tatsächlich so richtig gut davon leben kannst, auch dann bist du hier goldrichtig. Okay? So, und vielleicht hast du ja auch schon vieles ausprobiert im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Familienaufstellungen, Ahnenaufstellungen. Oh, keine Ahnung, was kann man noch so alles machen? Pendeln, das Orakel befragen, Karten legen, in die Karten reinschauen. Das sind alles so Dinge, die ich in meinem früheren Leben auch schon gemacht habe. Und das hat alles nicht so richtig was genutzt. Oder auch Readings, Energiearbeit, was auch immer. Auch dann bist du hier jetzt heute Morgen definitiv richtig. Und auch wenn du jetzt endlich mal so die Essenz deiner selbst leben möchtest und mal so zu dieser inneren Ruhe finden möchtest, zu dir selbst finden möchtest, dir auch erlauben möchtest, dich tatsächlich selbst zu empfangen. Wow, wie klingt das, wenn du dir erlauben möchtest, dich selbst zu empfangen? Und meine Liebe, mein Lieber, ich weiß nicht, ob wir hier auch Männer dabei haben. Ich werde mal nachher im Chat gucken, ob auch Männer sich trauen, hier zu zeigen, männliche Energien. Ich gratuliere dir auch so mega, dass du hier bist. Sonntags morgens um 9 Uhr. Sonntags morgens um 9 Uhr. Das zeigt, dass du tatsächlich mehr aus deinem Leben machen möchtest. Tatsächlich dein volles Potenzial entfalten möchtest. Und die besondere Situation, die wir gerade haben. Nie war der Zeitpunkt besser als jetzt, dich auf deinen Herzensweg zu begeben, tatsächlich bei dir selbst anzukommen, deinen Seelenplan zu entdecken, deinen Seelenberuf zu kreieren und auch finanziell so erfolgreich zu werden, wie du es tatsächlich haben möchtest, wie es zu dir passt. Nicht, wie es zu anderen passt, um anderen nachzueifern, andere nachzuahmen, sondern so, wie du es tatsächlich möchtest. Ja? Also wenn du künftig so dein eigenes Ding machen möchtest, das dich tatsächlich erfüllt und dir ein stabiles monatliches Einkommen, so wie du es haben möchtest, ohne Begrenzung, wenn alles möglich wäre. Und du aber bis eben noch das Problem hattest, dass irgendwie die Klarheit fehlt und noch nicht so richtig alles funktioniert hat, dann herzlich willkommen hier beim Sonntag-Live-Training. Weil du könntest auch einfach weiter nichts tun, wertvolle Lebenszeit an dir vorbeiziehen lassen, damit natürlich auch dein Energielevel noch weiter runterfahren. Oder du könntest versuchen, krampfhaft noch mehr zu arbeiten, um noch ein bisschen mehr Geld ins Leben zu ziehen. Vielleicht hast du das ja auch schon versucht. Klappt nicht so gut, kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Oder du könntest dich überhaupt mit deiner Situation abgefunden haben oder noch irgendwelche Rituale machen. Keine Ahnung, Feuerrituale, den Mond anbeten oder was auch immer man da so macht, dich weiter ausgeliefert fühlen. Aber du bist hier. Ja? Ganz genial. Lass uns magische Dinge hier entstehen lassen heute Morgen. Oh, ich habe es heute gerade nicht so mit der deutschen Sprache. So, ihr Lieben, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, die heute zum ersten Mal dabei sind, also es ist einfach magisch. Diese Gruppe hier gibt es ja jetzt noch nicht so lange und so langsam gehen wir auf die 4000 zu. Ich freue mich immer so mega, wenn ich meinen Handy tagsüber in die Hand nehme und so viele Anfragen immer genehmigen darf, dich hier auch aufzunehmen in der Gruppe. Und für diejenigen, die ganz neu jetzt hier sind, mich zum ersten Mal sehen und sich fragen, wer spricht da zu dir? Mein Name ist Irmgard Anna Bronda und ich helfe Frauen mit Hilfe ihres Seelenplanes, in erster Linie Frauen, Klammer auf, Klammer zu. Ich freue mich natürlich auch, oder während der Akademie, ich und mein Team, über jede männliche Energie, die dazu kommt. Also als Mann bist du natürlich auch sehr, sehr willkommen. Ja, ich habe nur die interessante Erfahrung gemacht, dass die Frauen da einfach sich diesem Thema Seelenplan noch ein bisschen mehr öffnen. Ja, aber wie gesagt, als Mann, genial, dass du auch dabei bist.
Und ja, mit Hilfe deines Seelenplanes kannst du tatsächlich dieses Gefühl der Gelebtwerdenfalle verlassen, das Hamsterrad verlassen. Und darum geht es bei mir. Ich helfe dir dabei, selbstbestimmt mehr Freude, Leichtigkeit, Spaß und auch Geld im Leben zu haben. Ich bin seit 2005 auf diesem Weg, also schon ein paar Jährchen. Inzwischen gibt es die Irmgard Anna Bronder Akademie mit unterschiedlichen Mentoring-Programmen, wo ich dich tatsächlich in dein freies Leben nach deinem Herzen begleite, damit du mal dir erlaubst, die Essenz deiner selbst zu entdecken, dich selbst zu empfangen und aufhörst, wie ich das früher auch gemacht habe, deshalb erwähne ich das so explizit, zu schauen, was machen andere da draußen und zu versuchen, andere nachzueifern, andere nachzumachen, die Kopie von anderen zu sein. Schau mal, du bist einzigartig. Wie kommen wir überhaupt auf die Idee, andere Menschen nachzukopieren? Ja, also ich sage das mit dieser Vehemenz. Ich habe das jahrelang versucht. Es geht darum, dass du du selbst bist, dass du dir erlaubst, die Essenz deiner selbst zu entdecken, du selbst zu sein. Und ganz ehrlich, es gab Zeiten in meinem Leben, ich kann eigentlich sagen Jahre in meinem Leben, viele, viele Jahre, wo ich genauso wie du spürte, dass es da noch mehr geben muss als das, was ich gerade erlebe, was ich als Lebenswirklichkeit im Außen sehe. Ich habe 30 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet. War die ersten Jahre zwar sehr stolz auf die Stelle, aber im Laufe der Zeit wurde ich immer unzufriedener und fühlte mich ja total fehl am Platz, wie so ein Alien. Ich wollte einfach mir nicht mehr den Tag von anderen vorschreiben lassen, wann ich am Arbeitsplatz zu sein habe, wann ich Urlaub machen kann, wann ich darf, wann Wochenende ist für mich, wann für mich ein Sonntag ist und vor allem auch ja andere darüber bestimmen lassen, wie viel Geld am Monat auf mein Konto kommt. Das hat was mit Selbstbestimmung zu tun und auch mit Selbstverwirklichung, mit, im Sinne von ich wirke. Wem kommt das bekannt vor? Schenk mir mal so ein. Ah, die Sonja hat dieses schöne Smiley auch entdeckt mit Dollarzeichen. Sehr schön. Wem kommt das bekannt vor? Der gibt mal ins Kommentarfeld auch so ein schönes Smiley mit Dollarzeichen rein. Die gefallen mir. Gülisa, guten Morgen. Die Imke aus Weser, Niedersachsen ist mit dabei. Melanie, wir lassen die Rakete starten. Die Brigitte ist mit dabei. Wunderschönen guten Morgen. So, ihr Lieben, wie schön euch hier zu sehen. Marlenchen schreibt, der Name ist entstanden, da ich über viele Jahre nach Mallorca geflogen bin. Wow, wie schön, wie schön. Marlenchen heißt Sabine. Liebe Sabine, Marlenchen am Meer, schön, dass du da bist. Ah, ich sehe gerade. Im Übrigen noch ein Hinweis, wenn du dich wunderst, warum die Elisabeth den einen oder anderen hier taggt, markiert unter dem Live, nicht etwa um irgendjemanden zu ärgern, sondern um dich darauf aufmerksam zu machen, dass das Live jetzt hier ist. Manchmal funktioniert der Algorithmus auf seltsame Art und Weise und dann ist man krampfhaft am Suchen und so findest du uns einfach besser und versäumst nichts. Ne? Melanie, auch Männer trauen sich. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob die sich trauen. Ich sehe hier nur Frauen. Also Männer vor, ihr Lieben. Und wer das Worksheet nicht hat, Hashtag Money, Elisabeth schickt es euch dann noch zu und zusätzlich bitte noch was zum Schreiben holen, falls du es noch nicht hast. Mir sind diese 7 Schritte, die du gehen darfst, heute Morgen noch gechannelt worden, als ich am Meer spazieren war oder joggen war. Und die werde ich dir auch noch weitergeben. Okay? Seid ihr ready? Seid ihr ready? Okay. Fangen wir mit dem guten Albert Einstein an. Es gibt nur eine einzige Energie, die alles in Schwingung bringt. Und es sieht immer mehr so aus, als ob das ganze Universum nichts anderes ist als ein einziger grandioser Gedanke. Und ich würde dich jetzt mal zu Beginn, ich gehe mal gleich mal so ein bisschen in eine praktische Übung rein, bevor ich hier noch mehr rede. Dass ich dich einfach mal direkt so ja, in meine Welt reinhole. Sagen wir es so. Ich denke mal, wenn ich so Albert Einstein jetzt zitiert habe, es ist ja nichts Neues für dich, dass es alles eine große Energie ist und wir alle ein Teil dieses großen Ganzen sind.
Jeder von uns empfindet sich eher als Individuum. Ja, sind wir auch ein Stück weit, aber trotzdem ein Teil dieses Ganzen. Und alles ist eine Form von Energie. Und das ist auch jetzt nichts hochtrabend Spirituelles. Das ist bewiesene Quantenphysik. Das wissen wir von Max Planck, auch von Albert Einstein. Und jetzt Stichwort Individuum. Ich würde dich jetzt einfach mal dazu einladen, jetzt in dem Moment einfach mal die Augen zu schließen, dreimal tief auszuatmen sich mal in deinen Körper sinken zu lassen, die Füße nebeneinander auf den Boden zu stellen, dich mit Mutter Erde zu verbinden. Nimm mal die Sitzfläche wahr, auf der du hockst, die dich trägt. Nimm einfach mal ganz liebevoll Kontakt zur Mutter Erde auf. Und dann lade ich dich ein, jetzt einfach mal all die energetischen Barrieren, du kannst jetzt nichts falsch machen, all die energetischen Barrieren, die du irgendwann aufgebaut hast, bis eben noch, warum auch immer, einfach mal in Mutter Erde herabzufahren. Stell dir einfach vor, du fährst jetzt alle energetischen Barrieren, alle Mauern in Mutter Erde herab, du kannst nichts falsch machen, einfach vorstellen, das jetzt zu tun. Und dann lade ich dich ein, und das kannst du auch gerne jetzt physisch so ein bisschen mit deinem Körper machen. Mein Körper will da immer so ein bisschen schwingen hin und her. Jetzt dehn dich mal aus, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Dehn dich mal aus in alle Richtungen, so ein bisschen und noch ein bisschen mehr. Und während du dich so ausdehnst, lade ich dich auch ein, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du in Wahrheit ein unendlich großes Wesen bist, das diesen physischen Körper hat. Du bist nicht diesen Körper. Du bist in Wahrheit ein unendlich großes Wesen. Und jetzt mal weiter ausdehnen. Jetzt stell dir mal vor, du kannst dich jetzt, du erlaubst es dir, dich in ein unendlich großes Wesen hineinzuschwingen, hinein zu entspannen. Nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Wunderbar. Und jetzt beobachte mal für einen Moment deinen Atemstrom. Nimm dich selbst mal als unendlich großes Wesen wahr, so in dem Maße, wie es dir jetzt gerade möglich ist. Und dann lass mal die Frage auf dich wirken, mit geschlossenen Augen, während du dich als unendlich großes Wesen wahrnimmst. Wenn alles für mich möglich wäre, nochmal, wenn alles für mich möglich wäre, einfach mal diese Frage auf dich wirken lassen. Dann hätte ich gerne jeden Monat, und jetzt lass mal eine Zahl in dein Bewusstsein, Euro zur freien Verfügung. Lass jetzt einfach mal eine Zahl. Vielleicht kommt eine für dich im Moment unendlich große Zahl. Macht nichts. Lass es zu. Ich lade dich dazu ein. Nur mal für diesen Moment. Wenn alles für mich möglich wäre, dann hätte ich gerne jeden Monat Summe X Euro zur freien Verfügung. Was kommt da? Schreib dir das ins Worksheet rein, weil das ist auch schon gleich die Antwort auf die erste Frage. Einfach mal zulassen. Okay? Brauchst weiter noch nichts damit zu machen. Einfach mal zulassen. Denn schau mal, wenn dein Denker jetzt vielleicht dir erzählt, boah, das ist aber unheimlich viel Geld, dann würde ich dich auch gleich dazu einladen, dich von dieser Ansicht mal zu lösen, was viel Geld ist, was wenig Geld ist, was du dir erlauben kannst, was du dir nicht erlauben kannst. Und vor allem dir mal bewusst zu machen, wenn du in die Energie der kleinen Monika, der kleinen Petra, der kleinen Elisabeth, der kleinen Imke,
der Lothar ist auch dabei mit Dollarzeichen, des kleinen Lothars und so weiter reingehst. Du hattest keine Ansicht darüber, was viel Geld und was wenig ist. Als du angefangen hast, als wir alle angefangen haben, uns darin zu üben, zu rechnen und lesen zu schreiben. Und wir haben die Mama gefragt, Mama, was ist denn 10? Wie ist denn die Zahl 10? Oder was ist denn 10 Euro? Wie wird das geschrieben? Dann hat die Mama gesagt, das ist eine 1 mit einer 0. Da haben wir das gemacht, 1 und 0. Und wenn wir dann gefragt haben, Mama, was ist denn 10.000? Dann hat die Mama gesagt, dann machst du eine 1 und machst 4 Nullen hinten dran. Haben wir einfach gemacht. Ah, das ist 10.000. Schön. Wir hatten keine Ansicht darüber, ist das viel oder wenig. Also deshalb die Einladung für dich, dich davon jetzt schon mal gleich zu verabschieden, was viel Geld ist, was wenig Geld ist. Es sind alles nur die Begrenzungen und Bewertungen in unserem süßen Köpfchen. Würdest du das jetzt mal loslassen und zurückschicken zum Absender, da wo es hingehört, zu deinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Jetzt in diesem Moment. Was wäre es, wenn du dich jetzt dafür entscheiden könntest? Und wenn dein Kopf dir jetzt sagt, so einfach kann es nicht sein. Schau mal, ich habe hier einen Stift. Wenn das jetzt irgendein Glaubenssatz zum Thema Geld ist, wer oder was entscheidet denn darüber, ob ich diesen Stift als Metapher für den Glaubenssatz jetzt weiter bei mir behalte oder ob ich ihn loslasse? Wer entscheidet? Du, das Universum, keine Ahnung, der Mond, die Sonne, wer auch immer. Ich entscheide doch, ob ich jetzt hier loslasse. Genauso wie, was wäre es, wenn es so einfach wäre? Okay? So. Und was wäre es, was wäre, wenn du dir mal erlaubst, neue Ansichten zu Geld in dein Bewusstsein jetzt zu lassen, darf ich dich dazu mal einladen, neue Ansichten zu Geld in dein Bewusstsein zu lassen, dass Geld auch eine Form von Energie ist, wie alles eine Form von Energie ist. Wir erinnern uns an den lieben guten Albert Einstein. Auch das, was ich hier als feste Materie, als verdichtete Energie in der Hand habe, gut, dass das verdichtete Energie ist, weil dann kann ich meinen leckeren Tee daraus schlürfen. So ist alles Energie. Und verdichtete Energie ist nichts anderes, das, was wir als Materie sehen, ist nichts anderes als verdichtete Energie, die auf eine andere Art und Weise schwingt als Dinge, die wir mit dem bloßen Auge nicht sehen können, die auf einer feinstofflichen Ebene schwingen. Ja? Und wie wäre es, wenn du dich dem Gedanken öffnest und diese neue Ansicht in dein Sein aufnimmst? Da kannst du dir das nächste Blatt beim Worksheet mal anschauen. Meine neuen Ansichten zu Geld. Geld ist gleich bedrucktes Papier. Geld ist gleich bedrucktes Papier, nichts anderes. Geld ist gleich bedrucktes Papier. Fühl mal in diese interessante Ansicht hinein. Wenn du dir jetzt vorstellst, ich habe mein Portemonnaie jetzt leider hier nicht greifbar, wenn du dir vorstellst, du hast einen 100-Euro-Schein in der Hand und ich lade dich dazu ein, ja, wir messen dem eine enorme Bedeutung bei, aber wie ist der Gedanke, wenn das nichts anderes als ein Stück bedrucktes Papier ist? Bringt das schon mal ein bisschen Leichtigkeit rein? Wenn ja, dann bitte gerne jetzt noch mal ein paar Dollarzeichen, ein Herzregen oder ein Umarmungsregen, damit ich weiß, dass ich dich erreiche. Ich möchte dich im Herzen erreichen, ich möchte dich berühren. Warum? Weil ich so gut weiß, wie es dir gerade geht. Warum weiß ich das so gut? Weil es mir in meinem früheren Leben auch so ging. Ja? Deshalb öffne dich dann mal dem Gedanken, Geld ist nichts anderes als bedrucktes Papier. Und wie wäre es, meine Liebe, mein Lieber, wenn Geldscheine, mir fällt gerade so eine kleine Erinnerung ein, als wir, oje, das ist ja jetzt schon 15 Jahre gut her, da hatten wir mal ein Geldhörbuch produziert, mein Mann und ich. Und da kam unser Sohn, ja, der kam gerade so in die Schule, genau. Also ist schon gut 15, 16 Jahre her. Mit seiner Sparbüchse an und hatte Geldscheine in der Hand und sagte zu mir, Mama, guck mal, wie viel Scheingeld ich habe. Also kleines kindliches Wortspiel.
Aber wie wahr ist es? Welche Wahrheit verbirgt sich dahinter? Wenn Geldscheine nichts anderes als Scheingeld ist, sprich bedrucktes Papier, und wie wäre es, wenn wir jetzt noch eins obendrauf setzen und du würdest dir erlauben, jedes Mal, und das in dein Bewusstsein jetzt verankern, wenn du Geldscheine siehst, dass du dann nichts anderes siehst als Freudescheine oder Spaßscheine. Wie wäre das? Wenn du künftig Geldscheine siehst, dass du nichts anderes siehst als Freudescheine und Spaßscheine. Ich habe eben schon mal erwähnt, Geld folgt der Freude. So, wie viel mehr Freude kannst du dir ab jetzt in deinem Leben erlauben mit Geld, mit Freudescheinen, mit Spaßscheinen? Und wie wäre es, das ist der nächste Punkt auf deinem in deinem Worksheet, Geld ist gleich Handlungsspielraum. Wie wäre es, wenn du dir erlaubst, den Gedanken zu haben, dass Geld gleich Handlungsspielraum, Freudespielraum und Spaßspielraum bedeutet? Wie wäre dieser Gedanke? Was macht das mit dir? Macht es das leichter? Schreib mal ein Ja in den Chat rein, ins Kommentarfeld. Macht es das leichter? Fühl mal hinein, allein in diese drei Punkte, die ich jetzt schon mit dir geteilt habe. Was macht das mit dir? Wird es da ein bisschen leichter und einfacher, wenn du an Geld schon mal denkst? Schreib mal rein, schreib mal Ja rein. Oder auch ein Nein, kannst doch ehrlich sein. Also, wenn es ein Nein ist, sei gerne ehrlich und ja. Geldhörbuch, ganz viel mehr Freude, sehr schön. Okay. So. Und dann das nächste Ding. Wir haben jetzt schon März. Das Jahr hat erst angefangen und wir haben schon März. Wir haben schon fast Mitte März. Wenn alles für dich möglich wäre, kannst du jetzt auch mal ganz kurz, wenn du magst, die Augen schließen. Wenn alles für dich möglich wäre, und es ist auch tatsächlich alles für dich möglich, wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Wir sind alle auf dem gleichen Weg hierher gekommen. Wo bitte steht geschrieben, dass ausgerechnet du es dir nicht erlauben oder dass du es nicht verdient hast oder nicht erlauben kannst oder sollst oder darfst, ein glückliches, freies Leben zu haben? Stichwort, weil ich eingangs so erwähnt habe, du könntest auch, keine Ahnung, nochmal Ahnenarbeit machen und Readings und keine Ahnung, sonstige Dinge verbrennen oder was auch immer. Zu Zeiten, als ich noch so auf Messen unterwegs war, das ist jetzt tatsächlich schon 19 Jahre sogar her, da ist mir mal, ich habe damals auch solche Dinge gemacht, wie mit dem Pendel gearbeitet und geschaut, ob die Chakren geöffnet sind und solche Sachen. Was auch sehr hilfreich war. Nur tatsächlich, wir sind inzwischen im Wassermann-Zeitalter, im goldenen Zeitalter angekommen. Da darf es schneller gehen, da brauche ich das alles einfach nicht mehr. Ich kann mich dafür entscheiden, was mich daran hindert, lasse ich los, zack. Ja, es ist alles immer nur eine Entscheidung. Und dieser Mann, das war tatsächlich eine männliche Energie, der hat mir erzählt, er war in seinem früheren Leben mal Bankräuber, in einem seiner früheren Leben. Und deshalb hat er es in diesem Leben jetzt nicht verdient, tatsächlich viel Geld zu haben. Deshalb hat er auch schon zweimal eine Insolvenz hingelegt. Was für ein Bullshit, wenn wir uns die Geschichte erzählen. Nach deinem Glauben wird dir geschehen. Ja, da wird es auch in dem Leben jetzt so sein. Aber kann das tatsächlich von irgendjemandem, Gott, von der Schutzenergie, von keine Ahnung von wem, je nachdem, was deine Instanz ist, woran du glaubst, dass das Wort dafür ist, kann das gewollt sein? Doch eher nicht. Okay, also, was bedeutet es für dich, wenn alles für dich möglich wäre, tatsächlich ein freies, glückliches Leben zu führen? Und jetzt tauch mal in diese Energie ein. Was kommt da in dir auf? Was bedeutet es, stellst dir in der Wie für mich, in der Ich-Form vor, so formuliere ich es dir jetzt auch mal, lass das mal auf dich wirken. Was bedeutet es für mich, ein glückliches und freies Leben zu führen? Jetzt tauch mal in diese Energie ein.
Auch wenn du in diesem Moment jetzt noch keine klare Vorstellung dafür hast, vielleicht ist es ein bisschen schwammig noch, aber so ansatzweise kannst du es wahrnehmen. Vielleicht hast du auch klare Bilder schon dazu. Gibt kein richtig und kein falsch. Und dann lass mal in dein Bewusstsein. Mach mal nochmal alle Barrieren runter, die du jetzt vielleicht nochmal aufgebaut hast. Schwing dich mal nochmal hinein in dein unendlich großes wahre Wesen, das du tatsächlich in Wahrheit bist. Und dann lass mal antworten, ganz impulsiv in dein Bewusstsein. So blicke ich idealerweise am 31.12.2021 auf dieses Jahr zurück. Gesundheitlich, lass da mal einen Impuls in dein Bewusstsein. Wie geht's dir gesundheitlich? Hast du viel mehr Energie, viel mehr Leichtigkeit mit deinem Körper? Keine Botschaften mehr von der Seele, dass du auf dem Holzweg unterwegs bist? Also, wie geht es dir tatsächlich gesundheitlich? Bist du hellwach, topfit und voll guter Energie? Wie geht es dir tatsächlich beruflich? Lebst du deinen Seelenberuf? Oder wenn alles für dich möglich wäre, idealerweise, gehst du noch einem Job nach, der dich nicht erfüllt? Wie hättest du es gerne? Lass mal ganz impulsiv die ersten Impulse, die kommen, deshalb gehe ich das auch ein bisschen schneller mit dir durch, damit dein Denker weniger eine Chance hat, dich inne zu haben und dir zu sagen, das geht doch gar nicht, weil, wie soll das gehen, kann ich nicht, keine Ahnung was. Okay? Wie blickst du idealerweise am 31.12. auf dein Privatleben? Wo lebst du? Wie lebst du? Wie verbringst du deine freie Zeit? Unterscheidest du überhaupt noch zwischen, das ist freie Zeit und das ist Beruf? Denn Klammer auf, Klammer zu, wenn du dich selbst verwirklichst im Sinne von ich wirke, dann gibt es da keinen Unterschied zwischen dem oder das, zwischen Arbeit oder, ne? Hast du bestimmt schon mal gehört, wenn du das machst, was du tatsächlich möchtest, gibt es so ein schönes Sprichwort, dann musst du nie wieder arbeiten. Oder kannst du dir vorstellen, dass das, was ich jetzt hier gerade mache, ich als Arbeit empfinde? Was für eine Freude, dich hierbei jetzt unterstützen zu dürfen. Also, wie schaut dein ideales Leben privat aus? Wie schaut deine familiäre Situation aus? Wenn du in einer Partnerschaft bist, in einer langjährigen Partnerschaft schon, vielleicht wie wir, mein wunderbarer Mann und ich, wir sind jetzt schon seit dem 26. Jahr, miteinander verbandelt mit zwei wunderbaren erwachsenen Kindern inzwischen. Vielleicht bist du in einer langjährigen Beziehung, aber ihr schaut euch nicht mehr durch die rosa-rote Brille an. Wie wäre das? Oder vielleicht sehnst du dich nach einer erfüllten, glücklichen Partnerschaft. Wie schaut deine Familie aus und deine Beziehung? Deine Beziehung auch zu dir selbst, zu anderen Menschen. Einfach mal ganz impulsiv was aufschreiben. Gesundheitlich, beruflich, privat, familiär und im Hinblick auf die Beziehung. Wenn alles für dich möglich wäre. Okay. Und jetzt schau dir das mal an und vor allem auch mal, geh mal so ein bisschen in den Lifestyle rein, den du tatsächlich gerne haben möchtest. Würdest du vielleicht, jetzt lassen wir mal diese ganze Situation, was da im Außen ist, weil da hängen ja jetzt inzwischen auch schon viele Glaubenssätze und Ansichten in deinem Bewusstsein. Die lassen wir jetzt mal bitte für eine Minute außen vor, okay? Wie würdest du dein Leben tatsächlich gerne gestalten?
Wo würdest du tatsächlich gerne leben? Hättest du gerne ein Haus am Meer, eine Villa am Meer? Hättest du gerne einen Caravan mit einer schicken Ausstattung, mit dem du ja, die Welt bereist, also vielleicht in Europa dann nur mit deinem eigenen Wohnmobil unterwegs bist, völlig frei und ortsunabhängig lebst und arbeitest? Würdest du gerne soziale Projekte unterstützen? Egal was, würdest du gerne deine Kinder unterstützen? Vielmehr auch finanziell. Bring dir gerade mal noch ein Beispiel. Schau mal. Aus meinem Leben von dieser Woche hier, da kriegst du eine WhatsApp-Nachricht mit der Info, dass irgendwo ein MacBook im Angebot ist. Mein erster Gedanke war, ich habe doch meinen Computer, funktioniert alles, ich brauche kein MacBook gerade. Ah, dann hat es Klick gemacht. Da braucht doch jemand aus der Family ein MacBook oder hätte gern ein MacBook. Und das so im Hinblick auch auf Kinder unterstützen. Schau mal, wie schön das ist, wenn es dann für dich ist, wenn du Kinder hast. Du guckst dir das an und sagst, ja, okay, kaufe ich dir. Zum Beispiel. Und da geht es nicht darum, Kindern alles zu erlauben und alles zu kaufen, was die wollen, sondern frei entscheiden zu können. Ja? Vielleicht würdest du aber überhaupt auch gerne da, wo du gerade bist, alle Zelte abbrechen, weil du schon viel zu lange spürst, das ist überhaupt nicht der Ort, dein tatsächlicher Wohlfühlort, wo dein Körper und dein ganzes Sein sich wohlfühlt und grundsätzlich sonst wo leben. Vielleicht hättest du aber auch gerne irgendwo ein Bötchen, mit dem du auf dem Meer rumschipperst. Gibt es ja auch einige, die jetzt aufgrund dieser Situation gesagt haben, nee, also ich führe jetzt völlig ein freies Leben und schipper auf dem Meer rum und ja, hüpf von Insel zu Insel. Auch das gibt es. Ist alles möglich. Lass das jetzt mal in dein Bewusstsein, wenn alles für dich möglich wäre und es ist. Und schau dir nochmal die Punkte an, die du eben aufgeschrieben hast. Und dann schau dir mal bitte zu der Frage 1 den Geldbetrag an, den du da aufgeschrieben hast. Passt das zusammen? Reicht der aus? Wenn nicht, bitte korrigieren. Ich sag mal, wenn du 5.000 Euro hingeschrieben hast und du jetzt dann so dich inspiriert gefühlt hast von den Dingen, die ich dir gerade so ein bisschen serviert habe und in dein Bewusstsein so ein bisschen habe fließen lassen, dann mach einfach noch eine Null dran, dann mach 50.000 Euro drauf. Wenn du jetzt Schnappatmung bekommst, es geht nicht darum, dass du die jetzt schon direkt empfangen musst, weil du es dir bis eben noch nicht erlaubst. Also den Zauberstab habe ich auch nicht mitgebracht, bin ich ganz ehrlich, sondern auch da, wenn das nicht möglich wäre, meine Liebe, mein Lieber, dann gäbe es ja nicht Menschen auf diesem wunderbaren Planeten, die tatsächlich die Geldenergie in der Größenordnung empfangen. Dann gäbe es keine Milliardäre oder, keine Ahnung, mehrfache Milliardäre. Und da geht es jetzt nicht darum, wenn dein Kopf jetzt sagt, er braucht so viel Geld, es geht nicht darum, so viel Geld morgen zu haben, sondern überhaupt mal in diese Energie dir erlauben, einzutauchen. Und selbst wenn jetzt bei dir aus 5.000 50 geworden sind, und selbst wenn du die in diesem Leben nicht erreichst, dass du monatlich 50.000 Euro zur freien Verfügung hast, wenn du dich aber wenn du dir erlaubst, auf diesen Weg zu gehen und du nur die Hälfte davon jeden Monat zur freien Verfügung hast oder auch davon nur die Hälfte zur freien Verfügung, ich spreche von der freien Verfügung, ja, dann hast du 50.000 Euro verfehlt im Monat. Dieses Ziel hast du nicht erreicht. Aber wie viel Freude und Spaß kannst du wenigstens mit 10.000 Euro im Monat haben? Ja? Du merkst, alles. Es sind alles interessante Ansichten, Konstrukte, die wir uns hier in unserem süßen Köpfchen erzählen. Macht das Sinn für dich? Gib mir mal nochmal ein Zeichen im Kommentarfeld, dass ich dich erreiche, dass ich weiß, du bist noch dabei. Imke schreibt, ich gehe einen Job nach, der mich erfüllt. Jawohl. Melanie, ja, lass uns die Geschwindigkeit der Veränderung sein, die wir wahrhaftig sein können. Jawohl.
Melanie, da lieferst du mir gerade noch ein gutes Beispiel noch für unsere wunderbaren Teilnehmer hier. Schau mal, das ganze Universum ist in einer solch immensen Weiterentwicklung, in einer solch immensen Energieerhöhung. Und das ist auch kein spiritueller Kram, den ich gerade von mir gebe. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Frequenz, die genauen Zahlen kann ich dir nicht sagen, ich habe es in der Richtung mit Zahlen nicht. Deshalb mache ich auch keine Buchhaltung in unserem Unternehmen, sondern mein wunderbarer Mann sorgt dafür, dass regelmäßig am Monatsende die Daten beim Steuerberater ankommen. Die ganze Erde ist in einer Energieanhebung und das ist wissenschaftlich nachweisbar. Das heißt, es ist alles in einem Ausdehnungsprozess, in einer immer schnelleren Geschwindigkeit. Und diejenigen, die sich bis eben noch dagegen gewehrt haben, und falls du auch zu denen gehört hast, kannst du jetzt auch nochmal die Entscheidung treffen, wie willst du es selbst haben? Willst du weiter zu denen gehören, die sich dagegen wehren, oder willst du jetzt dein ganzes Sein auf Empfang stellen? Und da gehört unter anderem eben auch die Geldenergie dazu. Und diejenigen, die sich weiter wehren, und das sind auch viele Disharmonien da draußen an Krankheitsbildern, an Symptomen, wo die Seele einfach nicht weiter weiß, will den Körper darauf aufmerksam machen oder will den Mensch über den Körper darauf aufmerksam machen, hey, korrigier deinen Weg bitte. Heb deine Energie an. Weil jedes Krankheitsbild ist nichts anderes als eine Disharmonie in unserem System. Okay? Danke, Melanie, für den Tipp. Ihr Lieben, macht das Sinn, was ich euch hier erzähle? Imke schreibt, ich lebe in der Partnerschaft. Ja, habe ich mir so gedacht, Imke. Der Quatsch war bezogen auf die Geschichte mit dem Bankräuber, eine Wohnung auf dem Land. Ja, Imke, da darfst du jetzt zum Beispiel auch noch reingehen. Wie genau schaut diese Wohnung aus? Ich meine, unsere erste Wohnung hier, die wir auf Zypern hatten, die war in einem schicken Wohngebiet, so war alles wunderbar mit Pool, mit Palmen und alles. Das hier ist jetzt eine andere Wohnung, da ist einfach eine andere Exklusivität, ein anderer Luxus einfach auch da und. Und wie genau schaut deine Wohnung aus? Also Großdenken, ja, jeder von euch. Neues Auto, auch da im nächsten Schritt ja klar drüber werden, was für ein Auto? Kinder unterstützen, sehr schön. Ja, liebe Imke, ich kann Gedanken lesen. Melanie, das kenne ich. Auch für die Kinder schenkt uns dieser Wohlstand so viel mehr Leichtigkeit. Genau, ja, ja. Die Anna schreibt. Und wie, genau. Okay, also, meine Lieben, meine Liebe, mein Lieber, ab sofort gilt, kannst du in deinen Workshop reinschreiben und dir hinter die Ohren schreiben, wie wir das so schön kennen aus der Kinderstube. Ab sofort gilt, jedes Mal, wenn ich mich bei dem Gedanken ertappe, das kann ich mir nicht leisten, Wohnung, Auto, um die Welt reisen, das hatten wir hier so alles, wandle ich diesen Gedanken um, weil ich damit mein inneres Navi so ganz nebenbei auf Erfolg programmiere. Ab sofort gilt, jedes Mal, wenn ich mich bei dem Gedanken ertappe, das kann ich mir nicht leisten, wandle ich diesen Gedanken um, weil ich damit mein inneres Navi so ganz nebenbei auf Erfolg programmiere. Schauen wir uns noch ganz kurz näher an. Das ist das nächste Blatt auf deinem Worksheet. Diese Schritte im Überblick. Wie schaffen wir uns überhaupt unsere Lebenswirklichkeit oder um es anders auszudrücken, wie manifestieren wir denn überhaupt? Alle sprechen gerade so gefühlt von dem Thema die Schritte der Manifestation, die Manifestationsprozesse und. Du kannst auch kreieren nehmen, du kannst generieren nehmen, egal. Also mit anderen Worten, simpel und einfach zu Deutsch ausgedrückt, wie erschaffst du dir deine Lebenswirklichkeit? Das funktioniert immer in 5 Schritten. Der erste Schritt ist dein Gedanke. Dann kommt ein Gefühl dazu. Dann kommt dein Glaube dazu.
Daraus resultieren entsprechende Handlungen und dann erzielst du entsprechende Resultate und Ergebnisse im Außen. Immer auf diesem Weg. So, wie schaut das jetzt im Hinblick auf Geld aus? Weil ich ja eben dich dazu eingeladen habe, ab sofort gilt, jedes Mal, wenn ich mich bei dem Gedanken ertappe, das kann ich mir nicht leisten, wandle ich diesen Gedanken um, weil damit fängt es an. Jedes Mal, wenn du jetzt denkst, ich habe kein Geld, mach Gedankenstopp, jetzt in diesem Moment, ich habe Geld. Do you remember? Materie folgt immer, immer dem Geist. Materie folgt immer dem Geist. Und deshalb gibt es für dein unendlich großes Wesen, das du in Wahrheit bist, keinen Unterschied, ob du jetzt schon denkst, ich habe Geld und das an dieses universelle Feld aussendest, weil Gedanken sind nichts anderes als eine andere Form von Energie auch oder eine Form von Energie. Alles ist eine große Energie. Klassisches Beispiel, du hockst vorm Fernseher, schaust irgendeinen Film an und bist so romantisch in dieser Szene, die da gerade sich abspielt. Tränen, Krokodilstränen fließen dir über die Wangen. Du sitzt aber eigentlich nur auf der Couch und keine Ahnung, hast einen leckeren Tee vor dir stehen. Ja? Materie folgt immer dem Geist. Also, immer wenn du denkst, ich habe kein Geld, beginne, wandle diesen Satz um, ich habe Geld. Und dann ganz wichtig, zweiter Punkt, Gefühl. Fühl dich auch so, wie wenn du Geld hast, jetzt schon. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Weil solange du denkst, ich habe kein Geld, fühlst du dich letzten Endes arm, dann ist auch dein ganzes Glaubenssystem in der Richtung ausgerichtet. Ich glaube, dass ich kein Geld habe. Du glaubst dir diese Geschichte ja selbst, die du dir erzählst. Achtung, wenn dein Kopf jetzt einsetzt, ja, aber mein Kontostand und. Erinnere dich, Materie folgt immer dem Geist. Wenn du weiter dieser Energie Aufmerksamkeit schenkst, das Universum bewertet nicht. Das liefert dir mehr davon. So, das heißt, erster Gedanke, ich habe Geld. Zweitens, dann kommt das Gefühl dazu, ich fühle mich reich. Oder ich fühle mich so, wie ich mich fühle, wenn ich, keine Ahnung, 50.000 Euro oder 10.000 Euro im Monat zur freien Verfügung habe. Unerschütterlicher Glaube. Ich glaube, dass ich Geld habe. Beginne unerschütterlich an dich zu glauben. Wer, wenn nicht du selbst, an dich glaubst, wie sollen andere an dich glauben? Wer, wenn nicht du selbst, wenn du diesen Gedanken jetzt noch an dir festhältst, kannst ihn loslassen? Also, beginne unerschütterlich an dich zu glauben. Und allein aus diesen drei Schritten, Gedanke, Gefühl, der Glaube an dich selbst, wirst du anders handeln? Wirst du andere Sachen tagsüber auch machen, in dein Leben lassen? Du wirst andere Impulse erstmal in dein Leben lassen, die dich dazu führen, dass du anders handelst. Du wirst in eine andere Schwingung, in eine andere Energie hineinkommen. Und das ist letzten Endes das Geheimnis, fünfter Schritt, du wirst damit andere Resultate erzielen. Du wirst andere Ergebnisse in deinem Leben haben. Ja? Also, erster Gedanke, ich habe Geld, ich fühle mich reich, ich glaube, dass ich Geld habe, ich handle entsprechend dieses neuen Glaubens und damit erzielst du andere Ergebnisse und ziehst die Geldenergie in dein Leben. Nur mit diesem neuen Selbstbild, mit diesem Bewusstseinszustand verursachst du das, was du wirklich in deinem Leben haben möchtest. Kannst du weiter in deinem Workshop auch, in deinem Worksheet auch ausfüllen. Nur mit diesem Selbstbild, sprich Bewusstseinszustand, verursache ich das, was ich wirklich in meinem Leben haben möchte. Weil das, was du bis eben verursacht hast, beziehungsweise was du bis eben in deinem Leben vorfindest, sorry, das haben wir selbst verursacht. Das Gute daran ist, wenn du das jetzt erkannt hast, darfst du dich sogar dafür anerkennen, was für
wenn ich mich in meinem früheren Leben sehe, würde ich sagen, was für ein Mist ich da bis eben kreiert habe. Aber ich war kreativ, zwar auf eine Art und Weise, wie ich es nicht haben wollte. Okay, jetzt nehme ich die gleiche Energie und kreiere aber damit die Dinge in diesem Bewusstseinszustand, wie ich selbst haben möchte. Ja? Also, nur mit diesem Selbstbild verursachst du das, was du wirklich in deinem Leben haben möchtest. Und die wahre Kraft dabei liegt tatsächlich in dem Glauben an dich selbst. Die wahre Kraft liegt hierbei im Glauben, weil da findet diese Verwirklichung bereits statt. Ich bin, was ich glaube. Ich bin, was ich glaube. Zusammengefasst, bevor wir zu den 7 Schritten kommen, wenn du also finanziell bis eben noch nicht dort bist, wo du eigentlich gerne stehen möchtest, in dem Leben deiner Träume, trotz aller Anstrengungen, dann liegt das im Grunde genommen nur daran, das ist eigentlich simpel. Ja, ich weiß, es ist eine Challenge. Wie kannst du diese Challenge besser, wie sagt man, wuppen, challengen? Indem du dir erlaubst, natürlich auch jemanden an deiner Seite zu haben, der dort ist, wo du hin willst und der dir auch den Weg dahin zeigt. Das ist genau das Gleiche, im Grunde genommen, wie wenn du auf dem Boot hockst im Meer und da in der Gegend rumschipperst. Da ist das rettende Ufer, da sind die Goldbarren, da willst du hin, aber du weißt gar nicht, wie du da hinkommen sollst. Und das ist das Wertvolle, wie ein Navigationssystem, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dir den Weg von A nach B zeigt. So, also, wenn du bis eben noch nicht das Leben so lebst, wie du es gerne hättest und ansatzweise zumindest diese Idee bekommen hast, wie du es gerne hättest, dann warst du bis eben, und davon darfst du dich jetzt lösen, auch mit einer Entscheidung, einfach noch in diesem anderen Gedankenkreislauf gefangen. Und deshalb war es dir bis eben nicht möglich, daran etwas zu ändern. Und diese Schritte, diese 5 Schritte, die ich dir jetzt gerade gesagt habe, die du in deinem Worksheet ja auch hast, zum Ausfüllen, das funktioniert immer, immer, immer zu 100% auf diese Weise. Was du im Innen säst, das wirst du auch im Außen ernten. Das ist ein Naturgesetz. Du kannst keinen Tomatensamen in die Erde pflanzen und erwarten, dass ein Apfelbaum wächst. Du kannst nicht hier Mangel säen und erwarten, dass Fülle bei rauskommt. Ja, was du heute säst, was du heute erschaffst, das ist genau das Resultat, das Ergebnis, was du morgen hast. Und zum Thema Samen. Die Samenkörner, die du heute säst, das sind die Dinge, die du morgen erntest. Wenn du heute eine Tomatenpflanze säst, dann erwartest du ja auch nicht, dass die morgen schon da ist. Das ist damit gemeint, dass ich noch nicht den Zauberstab habe, dass morgen deine Realität anders ist. Und stell dir mal vor, es wäre tatsächlich so, wenn du morgen 50.000 Euro oder sag mal 5 Millionen auf deinem Konto hättest. Spür mal rein, wenn du 5 Millionen morgen auf deinem Konto hättest, was macht das mit dir? Wahrscheinlich kommt auf, oh mein Gott, Schnappatmung. Warum? Weil es auch darum geht, sich auch in diese Energie hineinzuschwingen von 5 Millionen Euro oder von 50.000 Euro oder von 10.000 Euro. Weil wir gar nicht ansonsten damit ja auch umgehen können. Ja? Also, mit anderen Worten, du bist niemals Opfer deines Lebens, sondern immer der Schöpfer. Du bist immer der Schöpfer, die Schöpferin deines Okay, ready for the next step? Wollen wir mal über das Thema noch empfangen? Ich habe das jetzt so zwischendrin immer mal wieder von mir gegeben. Wer möchte denn wissen? Wer möchte wissen, schreib mal ich ins Kommentarfeld, was tatsächlich das Thema ist, auch noch, was eine große Rolle spielt, warum du zum Beispiel... Nehmen wir nochmal die 50.000 Euro, die liebe ich heute irgendwie, 50.000 Euro gerade aktuell auf deinem Konto hast. Wer möchte das wissen? Schreib mein Ich. Immer diese Zeitverzögerung. Im Geschreib, wie geil, genial. Ich, ja.
Wir sind auf diese Welt gekommen, um zu lernen. Ja, und auch Freude und Spaß zu haben. Was, wenn alles mit Freude und mit Leichtigkeit gehen darf? Was, wenn du heute viel, viel mehr du selbst sein darfst und die Abenteuer des Lebens wieder erleben darfst, das Abenteuerleben überhaupt mit Freude und Leichtigkeit haben darfst? Ja? So. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, was unbewusst in uns verborgen ist, dass du, wie ich in meinem früheren Leben auch, bis eben noch nicht bereit warst, tatsächlich dich selbst zu empfangen, wahrzunehmen, anzuerkennen, als das unendlich große, mächtige Wesen, das du in Wahrheit bist, als das unendlich große, mächtige, wahre Wesen, das du in Wahrheit tatsächlich bist. Wie unglaublich großartig bist du und hast es bis eben noch nicht gesehen, hast es noch gar nicht dir bewusst gemacht, hast dich so gesehen noch gar nicht selbst empfangen. Und wenn du dir das jetzt erlaubst, weißt du, was dann ansatzweise bewusst wird? Dass Geld selbst eigentlich gar nicht das Problem ist und schon gar nicht die Lösung von deinen Problemen. Das Empfangen, das Erlauben, das ist das Thema, dass du dir erlaubst, dich selbst als ein endlich großes Wesen wahrzunehmen, anzuerkennen, dich selbst zu empfangen, dich in dein unendlich großes Wesen hineinzuschwingen. Und so gesehen bist du selbst die Lösung. Mit anderen Worten, in dir selbst liegt die Lösung. Und wie wäre es, dich jetzt dem Gedanken zu öffnen, deine Großartigkeit, die du tatsächlich bist, zu erkennen? Also das, was du tatsächlich bist, anzuerkennen, ein unendlich großes Wesen. Wie wäre es, wenn du dir erlaubst, dieses unendlich große Wesen, das du bist, dich selbst auch so zu empfangen? Weil dann beginnen tatsächlich magische Veränderungen. Dann brauchst du nicht mehr im Ahnensystem rumzuwühlen und da noch was zu machen und da noch was zu machen. Dein unendlich großes Wesen käme gar nicht auf die Idee, da irgendwie in der Richtung noch was zu tun. Dann beginnt sich alles auf magische Art und Weise im Leben zu ändern. Und daraus resultieren natürlich auch andere Geldsituationen. Nochmal, wenn du dich der Bereitschaft öffnest, die Großartigkeit von dir, dein wahres und endlich großes Wesen zu empfangen und auch, Stichwort Seelenplan, Stichwort Seelenberuf, dich der Welt damit auch zu zeigen, damit die Welt da draußen dich sehen kann, weil das wolltest du. Kinder, kleine Kinder, hier bin ich. Welche großartigen Abenteuer kann ich heute erleben? Bis dann ganz viel über uns gestülpt wurde. Und deshalb, das ist noch in dir angelegt. Du darfst dir jetzt nur erlauben, das nochmal hervorzukramen, dich dem zu öffnen. Also dich so zu zeigen, wie du tatsächlich bist. Und dann wirst du auch das, Stichwort Samen, ernten, was du tatsächlich möchtest und aufhören, andere nachzueifern, andere nachzukopieren oder keine Ahnung. Habe ich früher viel probiert, ohne Erfolg. Das heißt, die Bereitschaft, dich selbst mal anders wahrzunehmen und zu empfangen, ist tatsächlich der Anfang auch davon, zu kreieren, oder zu generieren, was du dir selbst im Leben wirklich wünschst. Das ist das Ding, womit du anfangen musst und darfst. Ich benutze dieses Wörtchen muss nicht gerne, habe ich weitestgehend aus meinen Sprachschranken gestrichen, aber das ist tatsächlich die Krux an der Sache. Und Fragen stellen ist so, so hilfreich. Die Frage darfst du dir jetzt mal stellen, was braucht es, damit ich mich wirklich mit meinem Seelenplan, mit meinem Seelenberuf in meinem Leben zeige, die Bühne meines Lebens einnehme, den Thron meines Lebens einnehme?
Da werden dann jetzt nochmal so die Zusammenhänge zwischen Seelenplan, Seelenberuf und Seelenfreude, Geld auch. Geld empfangen. Deutlich. Okay. So. Okay, dann lass uns mal noch über die 7 Schritte sprechen, um deine magischen Anziehungskräfte zu Geld zu erwecken. Wer will es wissen? Seid ihr noch da? Muss mal mein Handy hier wieder. Das geht inzwischen in der Zwischenzeit immer wieder auf Ruhemodus. Mal schauen, ob ich überhaupt hier noch online bin. Ob du noch online bist, ob du noch dabei bist. Wo bin ich denn? Bin ich überhaupt noch online? Das ist ja witzig. Wird mir selbst mein eigenes Live nicht angezeigt. Doch, da bin ich noch. Die Zekas, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Svetlana ist dabei. Ich, Ella schreibt, ich, sehr schön. Danke, liebe Anna. Gebe ich gerne zurück an euch alle. So, die 7 Schritte, die sind, du darfst dich dem Gedanken öffnen, dass du dich jetzt von dem Armutsbewusstsein löst und stattdessen ein Reichtumsbewusstsein entwickelst, dir aneignest. Erster Punkt. Du darfst dir erlauben, dich von den Sorgen um das liebe Geld zu lösen und stattdessen die Erfahrung machen, und das funktioniert wunderbar mit gewissen Fragetechniken auch, dass Geld einfach immer da ist. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Der nächste Punkt ist, du darfst dich von dem Gedanken befreien, dir etwas nicht leisten zu können und stattdessen dir erlauben zu erfahren, dass du immer genau die Geldenergie in dein Leben ziehen kannst, die du tatsächlich wirklich möchtest. Habe ich eben schon erwähnt, der nächste Punkt, du darfst dir aneignen, künftig ganz geschickte Fragen zu stellen, damit Geld auch zu dir fließen möchte. Ich habe früher immer im übertragenen Sinne so da gestanden, ich hätte zwar gern mehr Geld, aber solange du so da stehst, wie ich früher, funktioniert das Ding auch nicht. Ja? Und da sind ganz besondere geschickte Fragen einfach hilfreich, damit Geld auch zu dir fließen möchte, weil das Geld beurteilt nicht, da ist diejenige, nee, zu der fließe ich nicht. Das Geld folgt der Freude, der guckt. Kannst du dir vorstellen, diese Geldenergie, die guckt, wo ist die meiste Freude, wo kann ich am meisten Spaß haben? Ah, da, fließe ich dahin. Da, oh nee, da steht jemand so da. Da habe ich keine Lust, so hinzufließen. Das ist alles Energie. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky, aber dein Herz und deine Seele, die wissen, glaube ich, gerade im Moment noch viel mehr, wovon ich spreche, als du dir es vielleicht noch erlaubst und würdest du es dir jetzt erlauben, auf Herz und Seele zu lauschen. Okay. Der nächste Punkt ist, dass du dich mit deinem Überbewusstsein, deinem höheren Selbst, mit deinem wahren Wesen, das du tatsächlich bist, und der Geldenergie verbinden darfst, sollst, musst, immer und immer wieder, damit diese Verbindung auch da ist und nicht gekappt wird. Das ist so, wenn ich jetzt so von Kappen spreche, du hast Lust auf eine Pizza, im übertragenen Sinne jetzt metaphorisch für die Geldenergie, du bestellst dir irgendwo eine Pizza, der Pizzabote ist unterwegs, und unterwegs sagst du dann, kannst du nochmal zurückfahren, hab doch keine Lust auf Pizza. Würdest du das machen? Nee, du würdest wahrscheinlich voller Erwartung an der Tür stehen, wann kommt er endlich? Und du weißt auch, dass er kommt, weil du es ja bestellt hast. Mit der Geldenergie ist es nichts anderes. Und das ist ein nächster wichtiger Aspekt. Du darfst aufhören, dich dem Geldzufluss auf der unbewussten Ebene zu verschließen und stattdessen dein ganzes gesamtes Sein auf Empfang richten. Und auch, und wenn das jetzt am
seltsamsten überhaupt klingt, du darfst eine Liebesbeziehung zu Geld aufbauen. Schau mal, welchen Grund soll Geld haben, zu dir zu fließen, wenn es tief in dir denkt, ich hasse Geld? Welchen Grund soll ein Partner haben, an deiner Seite zu bleiben, wenn du ihn hast? Du darfst eine Liebesbeziehung zu Geld aufbauen, damit dieses Ding funktioniert. Okay? Macht das Sinn, ihr Lieben? Bevor wir den nächsten Schritt machen, hätte man noch mal gern Lebenszeichen von euch. Das Thema Geld empfangen ist auch ähnlich wie die Wertschätzung für uns selbst. Absolut. Danke, Melanie. Absolut. Oh ja, das Erlauben ist eine Sache für sich. Was, wenn auch das möglich ist? Jawohl. Ella schreibt, ich lasse negative Gedanken nicht mehr zu. Wenn ich aufstehe, ist mein erster Gedanke, es wird heute ein schöner, erfolgreicher Tag. Welcher Raum, welches Bewusstsein können ich und mein Körper sein, um heute den genialsten Tag unseres Lebens zu erleben? Die Imke schreibt, ich. Sehr schön. Danke für das Herz, Bettina. Anela ist auch mit dabei. Ja, ich will. Brigitte, ja, bitte. Sehr schön. Ah, wie schön. Ich liebe Geld und Geld liebt mich. Es strömt in großen Mengen zu mir und fühlt sich pudelwohl bei mir. Und ich lasse es auch gerne weiterfließen, damit es in noch größeren Mengen zu mir zurückfließt und auch noch seine Brüder und Schwestern mitbringt. Ihr Lieben, wer möchte das? Wer möchte jetzt tatsächlich, wer entscheidet sich jetzt tatsächlich dafür, all das, was du bis eben noch mit dir rumgeschleppt hast, loszulassen und genau diese 7 Schritte zu gehen? Tatsächlich. Reichtumsbewusstsein, Geld ist einfach immer da, die Geldenergie in dein Leben ziehen, du tatsächlich möchtest, die du auch brauchst, um dir dein Leben nach deinem Herzen zu gestalten. Dass das Geld auch gerne zu dir fließt, dass du auch immer verbunden bist mit der Geldenergie und dass du auch dein gesamtes Sein auf Empfang ausgerichtet hast und eine Liebesbeziehung zu Geld aufbaust. Wer möchte das tatsächlich? Und, meine Lieben, wer hat schon mal die Erfahrung gemacht, auf dem Seminar oder hier sonntags beim Live dabei, oder bei irgendeinem Buch, das du gelesen hast, was auch immer oder egal was. Ich kenne das von mir früher, dann habe ich mir sowas vorgenommen. High Energy, ja genau, in die Richtung geht es jetzt, Lichtblick, das mache ich jetzt. Und was ist dann passiert? 3 Tage High Energy und dann wieder im alten Mist wieder, im alten Schlamassel wieder drin gesteckt. Wer kennt das von euch? Schreibt mal rein. Wer kennt das von euch? Hellauf begeistert von irgendwas, 2, 3, 4 Tage lang. Ja, genau, das in die Richtung geht's jetzt. Und dann doch wieder mit dem Bötchen auf dem See, auf dem Meer rumgeschippert und nirgendwo angekommen. Wer kennt das? Wer kennt das von euch? Ja, für diejenigen, die das kennen, und ich würde mal sagen, ich sehe leider, kriege keine Anzeige, wie viele Leute hier jetzt gerade live dabei sind, und auch alle anderen, die es auch so Replay später vielleicht noch anschauen, ist ja noch bis Dienstagabend hier online. Die Erfahrung kennen wir alle zu 100%. Dass es letzten Endes wie so ein warmes Bad ist und dann findet man sich doch wieder im alten Trott wieder. Woran liegt das? Dass man nicht dauerhaft in der Energie auch von jemandem ist, der dort ist, wo man hin möchte. Sprich, gibt ja so dieses schöne Sprichwort, wir sind immer so der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen wir uns in erster Linie umgeben. Jetzt will ich dich nicht dazu einladen, die 5 Menschen aus deinem Leben zu verbannen, wo du sagst, boah, die schwingen ja überhaupt nicht in der Energie, die ich gerade brauche, um mehr Geldenergie in mein Leben zu lassen. Sondern wenn du nur 1 oder 2 Personen in deinem Leben hast, die in der Energie sind, wo du hin möchtest und die dich dabei auch unterstützen und begleiten, die dir in der Richtung auch diese Energie schenken, die zu dir fließen lassen, die dir helfen, dass du auch dich immer mit dem Geld angebunden fühlst und noch mehr Klarheit bekommst. Für diejenigen, Achtung, startet am Dienstag, jetzt am Dienstag, also übermorgen,
starten 5 transformierende Wochen, wo wir dir Schritt für Schritt zeigen, die liebe Melanie und ich, wie das für dich jetzt funktioniert, damit das jetzt kein heißes Bad für dich bleibt, sondern dass du tatsächlich jetzt die Transformation in dein Leben lässt und die Geldenergie auch in dein Leben lässt, wie es zu dir passt. Und in diesen 5 transformierenden Wochen, das ist ein einmaliges Mentoring-Programm, das die Melanie und ich zusammen machen, hör da mal hinein, wenn du da diese Energie jetzt mal ein bisschen wahrnehmen kannst, was dich da erwartet, wenn es da irgendwie jetzt in dir kribbelt, wenn du dich tatsächlich jetzt dauerhaft mit deinem höheren Selbst, deinem großen, mächtigen Wesen immer verbunden und auch mit der Geldenergie verbunden verbunden sein möchtest und dein Sein wirklich zu 100% auf Geldzufluss ausrichtest, stabil, damit das Ding auch endlich funktioniert. Und auch ein ganz wichtiger Aspekt, Geld folgt der Freude, dass du auch deine Intuition, die du hast als unendlich großes, mächtiges Wesen, aktivierst, dass die Geldenergie auch fließen kann. Dann, die Elisabeth kann dir jetzt den Link reinposten, sicher dir deinen Platz bei diesem 5-wöchigen Mentoring. Am Dienstag geht es schon los, weil da erfährst du Schritt für Schritt. Elisabeth kann es wahrscheinlich nicht hier ins Kommentarfeld reinposten. Deshalb scroll hier gleich anschließend über dem Live-Video oder unten drunter irgendwo wird Elisabeth dir jetzt den Link reinmachen. Gibt natürlich begrenzte Platzanzahl, weil wir arbeiten in diesem Mentoring-Programm nicht hier in der Facebook-Gruppe. Es gibt zwar eine geheime Facebook-Gruppe noch, aber wir arbeiten klar face-to-face mit dir. Wir haben klar online mit dir, aber face-to-face. Damit du tatsächlich nicht einfach nur anonym vor der Kamera hockst und damit wir tatsächlich im Dialog sind, damit die Dinge auch tatsächlich gelöst sind, damit du erlaubst und auch genau weißt, wie du diese ganzen Stellschrauben, über die wir jetzt gesprochen haben, feststellen kannst, damit das Ding funktioniert, damit Geld mit Freude zu dir fließen kannst. Diese tiefgreifende Transformation, dazu dienen diese 5 Wochen, die wir am Dienstag starten, dass du ein Liebesverhältnis zu Geld beginnst, dass das Geld überhaupt nicht mehr von deiner Seite weichen möchte, wie dein Traumpartner. Ja, dass du Geld auf diese Art und Weise magisch anziehst, dass du tatsächlich erfährst, wie leicht und freudig es sich anfühlen darf, Geld in dein Leben einzuladen. Elisabeth postet den Link rein, klick da drauf, sichert dir deinen Platz. Dienstag geht's los. Wenn du nicht jeden Dienstag dabei sein kannst, es gibt natürlich auch Aufzeichnungen, das bekommst du alles von uns natürlich auch. Und all deine Fragen, alles, was da irgendwo aufkommt, diesen 5 Wochen, das transformieren wir auch ganz individuell. Und deshalb gibt es eben auch begrenzte Platzanzahl, weil wir uns da auf einer Plattform treffen, die nennt sich Zoom. Zum einen möchten Melanie und ich ja auch individuell mit dir arbeiten. Und da gibt es auch nur ein gewisses Kontingent, was wir da überhaupt in diesen Zoom-Raum reinlassen können, damit das überhaupt funktioniert. Ja? Also, wenn du jetzt aufhören möchtest, von diesem wunderschönen, befreiten Leben zu träumen und Klarheit haben möchtest, wie du tatsächlich jetzt in der Richtung auch ins Umsetzen kommst, dann ist es elementar wichtig, dass du jetzt handelst, dass du jetzt auf den ersten Impuls laufst und eine Entscheidung triffst, um nicht weiter wertvolle Lebenszeit zu vergeuden, weil das ist das Einzige, was wir nicht zurückgehen können. Dann wirst du mich vielleicht jetzt hier nächstes Jahr um die Zeit wieder sehen, vielleicht zum Thema Geld und denken, ach, hätte ich doch damals nur. Wo könnte ich jetzt schon stehen, wenn ich mich dafür entschieden hätte? Also, entscheide aus deinem ersten Impuls heraus. Ja? Klick auf den Link, sicher dir dein Ticket. Dienstag starten wir durch. Okay? Lieben, Melanie und ich, wir freuen uns so megamäßig auf dich, auf diese 5 transformierenden Wochen jetzt. Es wird magisch für uns alle werden. Wir werden gemeinsam magische Dinge entstehen lassen. Wir werden, ich sage immer so gern, auch den Verstand so frittieren, dass er nicht out of order ist
sondern dass er einfach nur sagt, puh, jetzt komme ich gar nicht mehr mit, bin einfach dabei, mach einfach. Ja, weil mit dem Verstand, mit dem Denker können wir diese Wunder und diese Magie, die wir mit dem Geld da aufbauen die nächsten 5 Wochen, nicht erklären. Also, wenn es irgendwie in dir kribbelt, klick auf den Link. Elisabeth hat es dir reingepostet. Wahrscheinlich nicht hier im Kommentarfeld, weil Facebook will das irgendwie nicht. Wir sind hier zu energetisch sonntags morgens unterwegs. Ich poste den Link nachher auch nochmal rein. Und dann sehen wir uns am Dienstag abends um 19 Uhr. Und wenn du mal nicht dabei sein kannst, es gibt eine separate Plattform, wo du deine Fragen stellen kannst, wo wir dennoch mit dir arbeiten, natürlich auf all deine Fragen eingehen. Und es gibt auch immer eine Aufzeichnung. Okay, also, dann lass uns am Dienstag gemeinsam durchstarten, Melanie und ich. Wir freuen uns riesig auf dich. Klick auf den Link und dann hast du dein Ticket und dann bist du dabei. Bis dahin, ciao, ciao.